Wer schlägt mich von hinten runter? Sag nicht, der hat wieder eine Angel gehabt. Ich raste aus mit den ganzen Angelspielern hier. Hallo Leute, ich bin's GigaLP und ihr seht schon, was ist mit meinem Skin passiert. Ja, das erzähle ich euch gleich in der Runde. Ich bin allein im Team, nice. Nämlich folgendes. Ich habe einfach mir gedacht, ja komm, neuer Skin kann schon mal wieder sein. Aber irgendwie habe ich mir dann so gedacht, ja, ich finde den Skin ganz nice, aber mir ist es grün. Ich hätte mir wieder eine andere Farbe als grün. Und dann bin ich einfach in GIMP gegangen und habe die Farben geändert. Also eigentlich nur, ich ziehe mal kurz die Liste wieder aus. Ich habe nur das ganze Grüne vorher blau gemacht. War eigentlich überhaupt nicht viel Arbeit. Ich war irgendwie in 2 Minuten fertig oder so. Aber ja, so. Habe einen neuen Skin. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ich habe noch, ehrlich gesagt, gar nicht geschaut, wie das mit den Infokarten. Ich habe ja letztes Video die Infokarte gemacht, ob ihr mehr nachkommentierte Videos sehen wollt. Und ich habe noch nicht geschaut, wie das Ergebnis da jetzt ist. Okay, läuft bei dem. Fuck. Und ja, Leute, ihr müsst nicht rumflammen. Ich weiß, ich habe ein paar Kisten bei der Map gerade eben vergessen. Aber naja. Und ich habe auch gerade nachgeschaut bezüglich den Infokarten. 5 Leute sagen ja und einer sagt nein. Ja, alles klar. Also, eindeutiges Ergebnis, würde ich sagen. Also, es werden in nächster Zeit vielleicht wieder ein paar nachkommentierte Videos. Natürlich nur, wenn ich dafür Zeit finde, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber diese Videos brauchen sehr viel mehr Zeit und sind auch sehr viel anspruchsvoller aufzunehmen und dann auch noch hier zu schneiden. Eher nicht mehr so. Da sind eher die original aufgenommenen Videos aufwendiger zu schneiden. Oder sagen wir so, es kommt drauf an, wie sehr viel Arbeit ich in diese Videos reinstecke. Also manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Ich kann euch sagen, bei dem Video, wie hieß es gleich nochmal? Das war der erste Teil von den, ich spiele alle Skywars Achievements in Skywars und diese Missgeburt macht sich aber eine Angel. Ich hasse solche Leute, wieso? Solche Abfucker. Ich meine, wieso tut man sowas? Was ist der Ansporn? Enderperle haben wir auch, sehr schön. Und ja, wie gesagt, der erste Teil vom Skywars Achievement, Skywars, alles Skywars Kids Video. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben beim Schneiden. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil ist auf jeden Fall zu empfehlen. Eine Hose habe ich, ja, okay, aber kein Brustpanzer. Fuck. Nice. Hello, der hat sich gerettet, oder? Hat er? Alter. Fuck, er hat sich ja wirklich gerettet. Naja, er ist halt nochmal so dumm und wild runtergeballert. Hä, als ob? Was ist denn los mit den Leuten? Die haben einfach alle kein Knockback. Es kann doch nicht ernsthaft wahr sein, dass man einfach... Ich hau sie mit einem Knockback-Stick und die bekommen einen Block Knockback. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? So, schnell, lieber... Wer schlägt mich von hinten runter? Wer schlägt mich von hinten runter? Sag nicht, der hat wieder eine Angel gehabt. Ich raste aus mit den ganzen Angelspielern hier. Also, man muss dazu sagen, ich habe heute einen schlechten Tag. In der Schule hatten wir nämlich heute so einen komischen Thementag. Ich weiß nicht, ob ihr an eurer Schule oder wenn ihr nicht mehr in die Schule geht, keine Ahnung, ob ihr sowas auch habt. Alter, jetzt habe ich hier keine Blöcke, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich hier andersrum gehen. Und es sind einfach jedes Jahr
für jede Jahrgangsstufe andere Themen. Und wir hatten irgendwie heuer das Thema Benehmen oder so. Ist auf jeden Fall total interessant gewesen. Nicht? Also, es war einfach so scheiße. Wir mussten einfach dann in der als letzten Kurs, man hatte halt so, man konnte sich halt mehr oder weniger aussuchen, welche Kurse man nehmen will. Aber es hat eigentlich eh überhaupt keinen Unterschied gemacht, was man genommen hat, weil es war alles scheiße. Und als ersten Kurs hatte ich irgendwie so Knigge. So, die ganzen Knigge-Legeln. Habe ich hier eine Kiste übersehen? Nein, die kommt erst hier. Alter, wie viele Enderperlen habe ich denn heute noch? Und ja, da hat man also Sachen gelernt wie, ja, sei ein Gentleman und wenn du irgendwie mit einer Frau essen gehst, dann musst du da die Tür aufhalten und so einen Kack halt. So Sachen, die man halt eigentlich schon weiß oder halt, die jetzt nicht so neu sind, sag ich jetzt mal. Ja, war halt jetzt im Allgemeinen nicht wirklich so, nicht so krass. Als zweites hatte ich dann so, das war ja auch richtig geil. Leute, ich muss wieder kurz sortieren, tut mir leid, aber, so, okay, wo ist nächster Gegner? Ich will jetzt eigentlich ungern von hinten gejagt werden. Ist der irgendwie blind? Nice. Er hat einfach Starter-Kit, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Als zweiten Kurs war so ein Öko-Typ da, der halt Veganer ist und so. Lauter so Stuff, da ist jemand hinter mir. Und ich will jetzt eigentlich nicht gerackt werden. Ich will mir den Lowground holen. Nein, er hatte einfach 2,5 Herzen. Fuck it. Ja, auf jeden Fall, dieser Typ, der hat halt so, gleich am Anfang von diesem Kurs hat er so gesagt, ja, ich will jetzt euch nicht zum Veganer machen oder so. Und dann hat er halt ausgepackt mit seinen ganzen Geschichten von Flügelhaltung. Also ich bin auch eher jetzt so einer, der sagt, ja, ich finde jetzt Massentierhaltung nicht gut. Aber im Endeffekt ist es halt doch so, dass, ja, viele Leute kaufen das und es ist halt doch schon sehr viel billiger, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier so sage, ich zünd alles an, was mit Massentierhaltung ist oder so. Also, ich habe schon eine skeptische Ansicht gegenüber dessen, aber ich bin jetzt nicht so der übelste, wie nennt sich die, aber naja. Auf jeden Fall hat er halt dann diese ganzen Sachen erklärt und das Ende vom Lied war halt dann doch so, ja, ihr solltet lieber umstellen auf, also ihr, nicht so direkt, ihr solltet lieber umstellen, aber es ist viel besser, wenn man nur keine tierischen Produkte isst, weil, oh fuck, der ist auch Knüppel. Aber der fliegt. Komm, spring, spring bitte. Bitte tu mir den Gefallen und spring. Nice. Sehr schön. Ja. Also der Kurs war so ein bisschen, ja gut, habe ich jetzt gesagt. Aber der war eigentlich noch ganz chillig, weil da musste man nichts machen. Beim ersten musste man halt so, ja, hier jetzt üben wir das mal mit dem Stühlerücken und so, ja. Und der dritte Kurs war dann einfach, das war einfach die allergrößte Scheiße überhaupt. Das ging dann so um positiv kommunizieren. Und es war einfach so behindert. War halt einfach so, man musste da so, also erst gab es halt den theoretischen Teil, dieser theoretische Teil war jetzt auch übel langweilig und dann wurden wir halt in 4 Gruppen eingeteilt und ja, jede Gruppe hatte dann eine Szene, die sie vorspielen musste, in 2 Varianten, nämlich einmal wie die Szene eskaliert und einmal wie sie deeskaliert wird, also dass sie geklärt wird. Unsere Szene war halt jetzt in einem Zug, hört so ein junger Typ Musik und da sind noch lauter alte Leute oder ältere Leute oder normale Leute, die halt sich konzentrieren wollen oder so. Und ich war halt so eine alte Oma, die gerade Zeitung lesen will. Okay, ich habe schon mal keinen Kompass, was richtig nice ist. Habe ich die Kiste hier schon gecheckt? Ja, habe ich. Es war auf jeden Fall sehr scheiße.
Ja. Und dann war es eigentlich schon aus, aber es war einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war umwerfend. Umwerfend, scheiße. Ich wäre schon lang Full Dia, wenn ich jetzt von allen Inseln die Dias abgebaut hätte, aber nein. Ich suche ja noch einen Kompass. Ha! Kompass! Halleluja! Dass das nochmal passieren würde in meinem Leben, halt. Ich gehe jetzt da mit so niedrigen Erwartungen rein, wie es geht, weil ich ziemlich scheiße Equip habe und erwarte von den Gegnern erstmal, dass sie kein Knockback, also nur einen Block Knockback bekommen, wie halt das der heutige Gegner so macht. Es juckt ihn einfach alles nicht, er bekommt erstmal kein Knockback. Oder das heißt kein Knockback, sehr wenig Knockback. Und das ist nicht sehr nice für einen Typen, der mit dem Knüppelkit spielt. Oder unten ist der Mann. Fuck. Wehe, der packt seine Angel aus. Ich schlag dem ins Gesicht. Ich fahr zu dir nach Hause und schlag den dann ins Gesicht. Ja, was heißt hier fair? Ich schau doch mal deine Liste an und dann weißt du, was hier unfair ist. Du. So. Ich werde mit Taktik und Bedacht spielen. Oh Mann. Es ist so spannend. Er baut sich zu, Alter. Was? Als ob, Junge. So eine verfickte Scheiße. Naja, Leute, wenn euch diese kleine Talkrunde gefallen hat, ich habe so ein bisschen Scheiße getalkt, wie immer, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.